Yay, Cthulhu für Tacken und willkommen zurück, ihr Gruselfreunde, zu Moons of Madness. Ja, wie man sieht, die Tentakel greifen jetzt Besitz vom ganzen Labor. Und unser Freund Lucas ist leider auch schon tot. Das heißt, unser Freund oder unser Kollege Lucas ist schon tot. Ja, mehr oder weniger. Ich glaube, er ist nicht mehr lange am Leben, sagen wir es mal so. Ja, genau. Thank you, Dr. Van Buren. Ja, danke, Dr. Van Buren. Sagt alle Danke, Kinder. Das ist nicht cool. Also er ist jetzt Teil dieses Organismus und ich glaube, der wird assimiliert und auch verwandelt, wenn es so weitergeht. Naja, was haben wir denn? Ein Weg ins Treibhaus finden und im Forschungslabor die Ampulle finden. Das müssen wir tun. Das ist mein Ziel. Ach Gott, was ist das hier alles? Igidigidigid. Okay, das heißt aber nicht, dass wir jetzt hier durchkommen. Wie kommen wir jetzt hier? Yikes. Warte mal, das ist das... Was ist das hier? Die Infirmary. Also die Krankenstation. Hier müssen wir durch, glaube ich. Au. Oh Mann, wow. Das geht jetzt die ganze Zeit hoch, oder? Ziemlich schnell sogar. Ich hoffe, ihr geht nicht wieder zu. Oh, gut. Okay, also das hat sie jetzt lange gesprengt. Normalerweise geht die immer gleich wieder zu und attackieren mich dann wieder. Ist das das Botaniklabor? Ja, und natürlich erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit mir diese Reise hier mitmacht. Und danke wie immer fürs Liken und Kommentieren auf die letzten Parts. Das ist sehr nett von euch. Ja. Okay, jetzt aber schnell. Oh Gott, ist das das Botaniklabor? Declan, this is out of control. Even if I could use the poison, the greenhouse door is covered in roots. It's walled off. Okay, try the emergency airlock by the greenhouse. This isn't working. I'll need the stronger poison to get through this door. Toll. Da muss ich ja schon wieder zurück. Ah, okay, ich will nicht zurück. Da sind bestimmt jetzt irgendwelche Viecher im Labor, oder? Die lassen mich da nicht rein. Oder raus. Oder lebendig überhaupt durch. Nee. Das ist Krabsch nach mir, der Tentakel. So, muss ich jetzt wieder mischen mit der Zentrifuge hier, oder was? Wahrscheinlich, ja. Hier. Die Reinrezeptur. Könnte es das sein? Oh, Mann. Ich will mich nicht irgendwo mit dem Rücken zu einem offenen Gang setzen, übrigens. Das könnte ganz schön nach hinten losgehen, oder? Nee, geht nicht. Wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich das jetzt? Wo finde ich denn hier was Stärkeres gegen das Zeug? Wo könnte denn was sein? Warte mal hier. Ja gut, der Computer wird angezeigt, aber... Kann ich da vielleicht irgendwas mitmachen? Die reine Rezeptur. Das könnte nur das Zeug sein, diese Pilze, oder? Aber ich kann ja nicht mal an die Zentrifuge hier und was weiteres mischen. Das ist schlecht. Oh, die bleiben wirklich auf, die Pflanzen. Das ist ja praktisch. Oh, er ist immer noch da. Na? Alles gut bei dir. Eine Notfallschleuse. Warte mal, ich gehe vielleicht doch nochmal zurück. Ich habe mich wahrscheinlich nicht richtig umgesehen. Aber das sah doch aus wie die Notfallschleuse, das Ding da. Ach. Da. Lass mich bitte in Ruhe, ja? Ist hier noch was? Ja. Überall kommen die Tentakel raus. Oh, ich warte nur drauf, dass mich hier irgendwas angreift. Das ist auf jeden Fall nicht die Notfallschleuse. Das muss sie doch sein hier. Ich meine, was mache ich denn da? Ich habe ein bisschen Wasser im Ohr vom Duschen. Unzureichendes Gift. Ah, da muss ich mich mal ein bisschen umsehen hier. Oh, natürlich, hier ist noch eine Ampulle beim Computer gewesen. Mm.
I'll need to use the centrifuge again. Ah, jetzt passt das, okay. Alles klärchen. So, das nächste Gift bitte. Die nehmen wir mal raus. Wir nehmen mal alles raus erstmal. Wir müssen natürlich wieder dafür sorgen, dass da wieder so ein Gleichgewicht besteht, dass es keine Unwucht gibt. Das geht wahrscheinlich die Zentrifuge kaputt oder beziehungsweise gar nicht erst an. So, lass mal gucken. Wir brauchen das nicht. Das brauchen wir gar nicht. Das ist, glaube ich, das Einzige. Das ist unten falsch, unten links. Das geht auch noch. Ah ne, warte, aber es geht jetzt wieder von vorne los. Ja, das ist wohl das Einzige, was passt, weil das andere unten geht nicht. So, dann würde ich sagen, das können wir noch mit reinnehmen. Das ginge noch. Okay. Dann, wie gesagt, Unwucht vermeiden. Das hier. Oh, warte mal, das wär's schon, aber... Ah! Seht ihr's? Versteht ihr? Wir haben jetzt mit 3 Stück schon alles voll, aber das ging nicht, weil es ist eine Unwucht. Wir müssten theoretisch 4 nehmen, aber da wir keine 4 nehmen können, das ist eigentlich ganz logisch. Wie gesagt, es muss immer so ein Gleichgewicht bestehen. Deswegen... 3 passen auch. Das müssen keine 4 oder 5 oder... Also keine 4 oder 6 sein, sondern einfach 3. Boah, da wird es mir ein bisschen schwindelig, wenn ich da drauf gucke. Ach. Ja, wir haben das stärkere Gift für die Tentakel. Das Tentakel-Spektakel. Sehr schön. Declan, I have what I need. I'm going into the greenhouse. Though I'm not sure what to do from there. Dump the poison in the water reclaimer? The reclaimer would... No, you're on the right track. I need to hit it at the source. If I can get to the water filtration system, inject it there, the whole system is poison. It could work. Das wäre natürlich toll, wenn das so klappt, aber ich glaube, das wird nicht ganz reibungslos funktionieren, weil ihr seht noch diese komischen Viecher unterwegs. Ihr wisst schon Bescheid, ne? Ah, die Eiterbubble. Boah. Diese fette Eiterblase aufstechen. It's just a short EVA to the airlock at the back of the greenhouse. Declan, there's no helmet in this airlock, and the only way to the greenhouse is from the outside. Okay, what about the other airlocks? They're completely overgrown. 2 seconds, door opening. Approximately 50 meters. Nein. Atmosphere. 10 seconds. Nein. Oh, shit, I know what you're thinking, but I can't... Your earplugs will prevent your drums from rupturing. Exhale completely. You'll have to sprint. It's only minus 19 Celsius, so no risk of frostbite. It's theoretically possible. This is the worst idea ever. Alter, nicht dein Ernst. Ich soll jetzt ohne Atmosphäre durch ein... Okay, ich versuch's. Komm schnell. Nicht atmen. Oh mein Gott, komm schon. Bin ich überhaupt richtig? Oh, da ist es. Drück schon. Oh. Oh. Nie wieder mache ich das. Okay, kann ich nochmal? Jane, come on, check in. Oh. I'm here. I'm freezing. Headache is back. My ears are ringing. I should be dead. Jesus, slow down. Fuck, catch your breath, please. Are you good? Tell me you're good. Can you walk at least? I'm still standing. Hoping I'm not going into shock. I lost 40 years in 10 seconds. Okay, we'll get you looked at as soon as we can. Hang in there. Der Giftbaum. Fantastisch. Was haben wir denn? Wasseraufbereiter offline? Das kennen wir alles schon. Oh Mann. Oh. Okay, ist schon an. Also ich kann es wohl nicht mehr deaktivieren jetzt. Bäh. Komm ich überhaupt durch? Ah ja, ich habe die Freigabe von Lucas. Oh mein Gott. It's gotten worse, Declan. Way worse. I'm going to the water purifiers. I hope it'll be enough. Well,
after what you just did, you better fucking kill that thing. Ich will erstmal die ganzen blöden Knospen hier aufsprengen. Peaks. Splotch. Oh mein Gott. Mach ich gleich ganz kaputt. Da oben war noch was zum Aufstechen. Einfach mal so die fetten Eiterpickel aufstechen. Oh Gott, was ist das denn? Splotch. Also hier wollte ich nicht mehr im Dreck rumwühlen. Das ist mir jetzt vergangen nach dem alten hier. Ja, geil. Ah, mich kitzelt's überall, das ist so widerlich. Ja, verzieh dich, du widerlicher Tentakel. Komm ich hier durch? Nee. Ja, ich kann ja nicht springen. Ich habe das letztes Mal verwechselt mit Beast Inside. Aber hier kann ich wirklich nicht springen. Ich kann nur so fokussieren. Was bitte, was? I was angry with my friend. Ich war wütend auf meinen Freund. Ich habe meinem... Was? Ich habe meiner Wut gesagt. Also ich habe es meiner Wut erzählt und meine Wut endete. Ich war wütend auf meinen Feind. Ich habe ihm gesagt, sie soll es nicht sein, aber meine Wut wuchs. Warte mal, ich mach das mal aus. And I wanted in it fears. Ne, was? Was steht da? Ich kann es nicht genau lesen. Ja, egal, das ist irgendein Gedicht. Aber es ist sehr unheimlich. Vielleicht kennt es ja jemand von euch. Ist bestimmt von irgendwas Altem. Irgendein altes Gedicht. Könnte von Poe sein, vielleicht sogar. Oder vielleicht von Lovecraft. Warte mal. Ganz kurz, ich muss das nochmal. The one and fears. Night and morning with my tears. Nacht und Tag mit meinen. Oder Nacht und Morgen mit meinen Tränen. Ist das Pen? Was steht da? Subnet? Ich kann es nicht lesen. Ich begegnete ihm mit einem Lächeln. Und mit Deceit. Mit sanftem Gegenkommen für Meilen. And it grew both day and night. Es wuchs Tag und Nacht. Till it bore an poppy bright. Nee, ob. Ich. Far behind the Shire and it knew it was mine. And into my garden stole when the night had held it. He pole. In the morning glad I see. Astonished beneath the tree. Okay, es ist halt ein Gedicht. Aber sehr, sehr unleserlich geschrieben, finde ich sogar. Das ist echt unheimlich hier. Noch mehr Bubbles zum Aufstechen. To search through all this. Are you all right? Yeah. Mars sucks. Oh ja, das kannst du laut sagen. Der Mars ist richtig kacke. Ja, jemand von der Cyrano. Da liegt wohl jemand von der Cyrano, die Leiche. Zu heiß für mich. Ich verstehe aber nicht, dass sich hier nichts befindet, nichts Böses und uns angreift. Ich meine nicht, dass ich es dabei sehne, aber es wäre eigentlich logisch, dass hier unten irgendwas ist, was uns aufzuhalten versucht. Wenn es denn so eine Art Intelligenz ist, was ich stark annehme. Ja.
There are two filtration tanks down here. Gotta inject them both. We'll see if it works. Na gut, hau rein. Meinst du, das hat was gebracht? Ich hoffe wirklich, es bringt was. Damit zerstören wir zwar die gesamte Flora hier, die Fauna ist die Tierwelt. Ja, aber es ist mir doch egal. Geh ich da vorbei? Au, 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 au. Oh. Declan, it really didn't like that. The poison is already polluting the water supply. Oh, that's a win. Now get up to the environmental control console and dump the entire reservoir on that bastard. Mach ich gerne, ja. Shane, we found something. Josie saw a door along the escarpment near the crash site. She wants to check it out. A door? Carved out of the cliff. It's massive. I told her we need to recon with you, but she's fixated on this. Nein. She has secrets upon secrets. It is a Orochi, right? Apparently, we're going to find out. Mach das nicht. Lass uns da erstmal alle treffen. Das ist bestimmt das hier, was alles verursacht hat. Oh, ich muss gleich mal was trinken. Ich habe so einen trockenen Mund. Wenigstens sind die Pilzviecher nicht mehr hier. Oh ja, danke fürs Platz machen. Zieht sich aber ganz schön schnell zurück, der Kram hier. Ja. Ist überall matscht. Oh, ist da die Umweltkonsole? Das müsste sie sein hier, hä? Du bist der Mutterbaum, ja? Habe ich gehört. Welt? Oh, da war noch eine. Stirb! Did that do it? Ich weiß ja nicht. No, it's still alive. But I can get closer now. Ooh. This thing won't stop. Maybe if I pump the last dose into the roots or... Oh, oh my god! Oh, so foolish. Oh, ich habe einfach nur die Maus gespammt. Ah! Oh mein Gott, Inna, hör auf! Dr. Volkova? Inna? No! No! Doch! It can't be her! No way! Ich mach dich jetzt platt. Das gehört. Tut mir leid, Dr. Volkova, aber es liegt nicht mehr in meiner Verantwortung, was mit Ihnen passiert. Ich muss die Station retten. Oh ja, sie ist gestunt. I'll destroy you. Ja. Nein. Oh. Sie ist mein Gesicht. Warum? Sehe ich so köstlich aus? Okay, Dr. Volkova. Jetzt entkommst du mir aber nicht diesmal. Ah, die ekelhafte. Das wollen wir ja sehen. Ich friss mein Brecheisen. Ah. Oh. Ja, Mann. Oh. Und es geht weiter. Bäh. Yeah. Hättest du gerne, ja? Jaks. Lass mal die ganzen Blüten hier aufploppen. Oh, die versteckt sich doch hier irgendwo. Ja, da wieder.
Tut dir weh, so viel ich will. Oh, ein ekelhaften. Sie lebt bestimmt immer noch, oder? Sie ist nicht tot. Das wäre viel zu einfach, Volkova. In die Pustel. Wie viel Gift hat er eigentlich noch? Marcus, how's wrong? I thought I could contain it. Declan, it's Volkova. She's being controlled by the tree. She is the tree. What the hell? How? The tree, her specimens, the black infection everywhere. She's not even human anymore. Kill me. Please. Kill me. Ja, gerne. Das ist echt eine Erlösung. Die Arme. Shane, can you access Ina's files? I just saw Ina the other day. She wasn't like this. Shane, focus. The Cyrano crash, the black oil, the plant life expanding exponentially. This doorway, it's all connected. Where are you? I'm coming. I'm getting out of here. No. You need to access Ina's computer and find out exactly what she was up to. My God, are you kidding me? Shane, think. The Cyrano is gone, and our resupply with it. If the main base goes down, we're all dead. If Volkova's research still poses a threat, we need to know. You want to find out what she was up to? You come and do it yourself. I don't care. Hey, listen, I know you've been through a lot. I'm sorry. We all have. You're right. I bet the seats on the rover are just unbearable. Hey, listen, buddy. I've spent all afternoon picking up whatever pieces I could find on the Cyrano crew. Don't act like you're the only one who's having a tough day. Anytime you want to trade places, you be my guest. Oh, fuck off. Enough! Both of you! Dr. Newhart, do you read me? Commander Wilcox. Your primary objective is to assess any further threat to the base. Volkova was clearly hiding things from us. Use her security clearance to obtain whatever information you can find. You are to remain at base and radio your findings to your off-site team. Copy? Yes. Copy. We're headed to the cliffside doorway. If there's proof of intelligent life on Mars, I want to know. I want everyone to know. Declan, you're on comms. Got it. Hey, sorry to be a dick. Yeah, me too. All right. I can do this. I mean, if I were to start somewhere, it'd be Volkova's computer. Right. I'll check with her station in the research lab. Maybe she left a note or something. You got this. Ich wollte gerade sagen, stellt sich aber gerade ein bisschen an, also beide. Von wegen so, wir kacken uns jetzt mal an, obwohl hier was Wichtiges auf dem Spiel steht. Unser Leben zum Beispiel. Ina Volkova, die Orochi Group. Ina Volkova, Xenobotanik, Sicherheitsstufe 5. Ja, sie ist Stufe 5. Wir glauben, dass ein gesundes, produktives und nachhaltiges Leben auf der Erde auf dem umsichtigen Management irdischer Ressourcen basiert. Im Rahmen von staatlichen, öffentlichen und privaten Projekten in aller Welt entwickeln wir neue Technologien für neue Lösungen. Ja, nehmen wir mal mit. Tja, Volkova. Tut mir leid für dich.